Ja, hallo, hier ist wieder die Andrea Sauvigny. Dieses ist die Aufzeichnung für Freitag, also diese Woche Freitag. Und es geht um ein spannendes Thema weiter mit dieser ganzen Kette von Antioxidantien. Und ich habe ja hier schon mal eine Folie eingeblendet, die da sagt, was hat denn das alles miteinander zu tun, was ihr hier seht. Und heute geht es um diese fantastischen Pflanzenstoffe der Carotinoide. Deswegen ist die Karotte da abgebildet. Hat was mit Nachtblindheit und Sonnenschutz und UV-Schutz der Pflanzen zu tun. Und jetzt tut mein Drücker noch nicht. Ich mache hier drauf. Ist der genau jetzt. Also die Carotinoide, das ist eine äußerst interessante Gruppe von Pflanzenstoffen in Pflanzen drin. Und das sind also insgesamt über 600 verschiedene Strukturen, die da in Pflanzen und Früchten sind. Und die allgemeine Funktion, die sie alle haben, ist den Schutz der Pflanze vor UV-Strahlen, aber auch die Unterstützung der Photosynthese. Manche sind direkt auch nötig für die Photosynthese und sie sind in den Wurzeln von Pflanzen auch zum Schutz vor Infektionen. Und in der Regel bewirken sie eine Rot- und Gelbfärbung. Und das ist jetzt nicht nur in Pflanzen der Fall, weil es gibt auch Tiere, die diese Farbstoffe verwenden oder Farbpigmente, um die es sich da handelt. Und die Tiere haben das in der Regel durch das Futter aufgenommen, weil es sind nur die Pflanzen in der Lage, diese Carotinoide zu bilden. Also die Gefieder der Vögel, der Chitinpanzer von Insekten, wenn die als Raupen dann eben die Pflanzen gefressen haben, haben die diese Carotinoide schon intus. Auch das Eigelb und die Lebensmittel wie Käse oder auch Butter, Margarine, die haben diese gelbe Farbe und verwendet werden diese Beta-Carotinoide oder auch das Beta-Carotin, das da allen voranzunehmen ist, auch als Lebensmittelfarbe E160 oder E160A. Und dann gibt es noch bis H und F und noch weiter, also das ganze Alphabet durch eigentlich noch weitere Carotinoide, die da als Lebensmittelfarben zugelassen sind. Ja, das Beta-Carotin. Da habt ihr hier eine Strukturformel, mit der könnt ihr wahrscheinlich relativ wenig anfangen, aber sie ist doch ganz hilfreich, um mal zu erkennen, was da eigentlich vorliegt. Und man sieht lauter Ecken und Striche und die Ecken sind in der Chemie immer die Kohlenstoffatome und die Striche ins Nichts sind die Bindungen zu den Wasserstoffatomen. Das heißt, hier haben wir eine reine Kohlenwasserstoffverbindung und diese ist an sich unpolar. Und unpolare Verbindungen sind nicht wasserlöslich, das heißt, das sind fettlösliche Verbindungen. Und da haben wir schon die erste ganz wichtige Sache, dass wir diese Stoffe nur verwerten können, wenn wir sie zusammen mit Fett essen. Also esse ich eine Karotte roh, dann habe ich wenig von dieser Karotte, außer mal den Bauch voll. Und die Mineralien, die eben drin sind und die wasserlöslichen Vitamine, aber an diese fettlöslichen interessanten Sachen komme ich nur dran, wenn ich eben zum Beispiel einen Karottensalat mit einem Schuss Öl eben angemacht habe. Ja, alle miteinander sind es gelb-rote Farbpigmente. Es sind sehr starke Antioxidantien. Deswegen sind sie jetzt auch in diesen ganzen Themen Gebiet mit dabei, über das ich euch berichte, und sie sind photoaktiv. Und 50 von diesen 600 haben Pro-Vitamin-A-Aktivität. Das heißt, wenn wir die aufnehmen, dann werden die in unserem Körper umgewandelt zu dem Vitamin A, das wir auch unbedingt brauchen.
Und das kennt vielleicht der ein oder andere von euch schon im Zusammenhang mit Nachtblindheit. Zu dem Vitamin A werde ich euch dann nächste Woche ausführlich erzählen. Ja, wie gesagt, der bekannteste Vertreter des Beta-Carotin, Lebensmittelfarbstoff E160A, ist also in Karotten vor allen Dingen auch drin. Die Funktion beim Menschen, hat eine zellschützende Wirkung als Antioxidanz. Und das natürliche Vorkommen, also in Gemüse, Orange, Gelb, Karotte, Süßkartoffel, Kürbis, Gelb, Orange, Früchte, Kaki, Aprikose, Papaya, Mango, Nektarine, Pfirsich, Birne und Sanddorn und dunkelgrünes Gemüse. Da ist es nur durch das Chlorophyll überlagert. Da sieht man das erst, wenn das Chlorophyll sich abbaut, dann an der Herbstverfärbung der Blätter. Das wäre Spinat, Brokkoli, Endivien, Chicorée, Kresse, Blätter roter Beete oder Löwenzahn, und Rekordgehalte hat man auch in den Blättern vom Wiesensauerampfer gemessen und vom Portulak. Und weitere möglichen Quellen sind auch Tomaten, Spargel, Erbsen, Kohl, Mais, Sauerkirschen und Pflaumen. Also generell kann man sagen, alles, was an Obst und Gemüse gelb bis grün gefärbt ist. Ja, die Wirkung und die Verwendung von Beta-Carotin ist sehr spannend. Das haben wir schon gesagt, dass es ein fettlösliches Antioxidant ist. Muss man einen Schluck Wasser trinken. Also einen trockenen Mund. Es gibt einen Synergismus mit dem Vitamin C, E und Selen. Da sind wir wieder bei der Antioxidantien-Wirkkette, dass die volle antioxidative, immunstärkende und krebshemmende Eigenschaft erst entfaltet werden kann, wenn alle Antioxidantien da sind. Und heute picken wir halt ein spezielles raus, was aber nicht heißen soll, dass man dieses Spezielle alleine nimmt, sondern dass es immer um die Wirkzusammenhänge geht und so ein Naturprodukt wie ein Apfel oder eine Karotte oder auch eine Pflaume oder eine Sauerkirsche, die bieten ja auch das Gesamtpaket und kommen niemals mit dem Beta-Carotin alleine daher. Ja, es gibt eben diese spannende multifaktorelle Wirkweise bei Krebs. Also da ist einmal die Stimulation des Immunsystems bekannt. Da weiß man, dass die T-Lymphozyten und die Killerzellen aktiviert werden, dass es auch zu einer Wachstumsförderung der B- und T-Lymphozyten geht und dass auch die Makrophagen gestärkt werden, dass die also mehr auf Fremdkörper draufgehen. Die Makrophagen sind die großen Fresszellen. Die B-Lymphozyten und die T-Lymphozyten gehören zu dem humoralen Abwehrsystem, Immunsystem, und die Killerzellen, die sind nicht spezifisch, die gehen direkt auf alles, was körperfremd ist oder eben entartet ist. Die Deaktivierung zellschädigender Substanzen und Stoffe dadurch, dass diese reaktiviert werden, in dem Sinne, dass wenn die Radikale sind, dass dann ein Elektron draufgegeben wird von dem Beta-Carotin und dann diese entschädigt sind. Dann der Schutz der DNA, unserer Erbsubstanz, und die Verhinderung von Mutationen. Das ist dann interessant wieder im Bereich der Mitochondrien auch. Und die Kontrolle von Zellwachstum und Zellvermehrung gehört auch dazu. Es greift zudem regulierend in den Fettstoffwechsel ein und hilft damit auch, wenn man im Abnehmprozess ist. Und der Dr. Hans Nieber, der Pionier der Beta-Carotin-Forschung, der hat nachgewiesen, dass das Beta-Carotin hilfreich wirkt bei Haut, Lungen, Gebärmutterhals, Speiseröhren, Magen, Hals- und Rachenraum, Krebs. Das sind also alles Krebsarten, die Schleimhaut und Haut betreffen. Vorsicht ist etwas bei starken Rauchern zu nehmen,
weil wenn die starken Raucher schon sehr stark geschädigt sind in der Lunge und dadurch schon im Grunde den Lungenkrebs vorprogrammiert haben, dann kann es sein, dass bei sehr hohen Dosierungen, da gibt es Untersuchungen, allerdings haben die den 10- bis 15-fachen Tagesbedarf da eingesetzt und dann hatte man festgestellt, dass das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken erhöht ist. Und bis zu 10 Milligramm Beta-Carotin pro Tag denken allerdings auch, oder gelten auch für starke Raucher als unbedenklich. Dann ist natürlich die Frage auch, die sich da stellt, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Also habe ich jetzt, wenn ich an Lungenkrebs erkranke, den wegen dem starken Rauchen, also aller Voraussicht nach nicht wegen dem Beta-Carotin. Der Bedarf, müssten wir jetzt ja auch sagen, wenn wir schon vom Tagesbedarf sprechen. Also Beta-Carotin ist empfindlich gegen längeres Kochen. Sollte man also nur ganz kurz dämpfen. Am besten roh essen. Aber da haben wir ja auch schon gesagt, dann muss auf jeden Fall zu einem Karottensalat eben etwas Öl auch dazu. Es ist auch empfindlich gegen Sauerstoff und Licht, also im Dunkeln aufbewahren, dieses Obst und Gemüse. Und hier haben wir nochmal diese Tabelle, die wir ja schon angesprochen haben, wo wir sehen, dass die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Europa gesehen milde belächelt wird, um das mal freundlich zu sagen. Und es gibt leider von dem Beta-Carotin nur eine geringe Resorptionsrate im Darm, nämlich nur 20-35% von dem, was wir gegessen haben. Das andere plumpst halt wieder in die Toilette. Und die begrenzte Kapazität zur Umwandlung von Vitamin A setzt auch noch einen Riegel davor, dass wir die volle Wirksamkeit haben. Und da hat der Körper einen Schutzmechanismus eingebaut, weil Vitamin A als fettlösliches Vitamin wirklich überdosiert werden kann, wandelt der Körper das Beta-Carotin in Vitamin A nur bei Bedarf um. Aber Näheres kommt dazu noch in der Folge. Ja, wenn zu viel da ist, wird das Beta-Carotin in der Haut abgelagert. Sieht man dann bei den Säuglingen oder den kleinen Babys, wenn die zugefüttert bekommen viel Karottenmus, dann kriegen die so einen Karotten-Ikterus. Das ist überhaupt gar nicht schädlich, sondern im Gegenteil, das Beta-Carotin ist ein super Sonnenschutz und die sehen dann ein bisschen karottig aus, also so Karottenfarben, aber die sind bumper gesund und die Haut ist fantastisch geschützt und das Vitamin A, da werden wir also auch noch ausführlich dazu erzählen, ist zwingend notwendig für die Entwicklung und das Wachstum der Kinder und wenn das fehlt, gibt es eben ganz schwere Entwicklungsschäden bis hin zu Fehlentwicklungen oder tatsächlich dann auch zum Sterben und das haben ganz viele Kinder in den Entwicklungsländern dieses schwerwiegende Problem. Also Vitamin A und das Beta-Carotin zwingend notwendig für das Wachstum und die Entwicklung von Kindern. Ja, der Tagesbedarf jetzt, die Empfehlung für Erwachsene. Also diese Empfehlung habe ich aus dem Buch von dem Dr. Böhm und dem Dr. Muss, das heißt Rationelle Therapie in der Mikronährstofftherapie. Die haben sehr zuverlässige Grenzwerte, die sie da nennen. Und die sagen, optimal ist 5 bis 6,6 Milligramm pro Tag. Und da seht ihr schon auch wieder, wie weit die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit ihren 2 Milligramm da abweicht. Nämlich das ist der absolut sogar unter dem Minimalbedarf, den Dr. Böhm und Dr. Muster angeben. Minimal geben die an 3 bis 3,6 Milligramm pro Tag. Und sonst kommt es eben schon zu Mangel. In Deutschland ist es verheerend, die Versorgung. Da erreicht gerade mal die Hälfte der Bevölkerung, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
empfohlenen Referenzbereich von 2 bis 4 Milligramm Beta-Carotin. Also da ist eine Mangelversorgung. Dagegen konnte selbst eine Überdosierung von Beta, von Carotinoiden oder Carotinen keine schädigende Wirkung auslösen oder konnte man keine beobachten. Ausnahme eben, wie gesagt, starke Raucher, die schon eine Tendenz haben, einen Lungenkrebs zu entwickeln. Ja, weitere hochinteressante Vertreter der Beta-Carotinoide, das ist das Lycopin. Das ist ein rotes Farbpigment und wird eingesetzt als Lebensmittelfarbstoff E160D. Es hat ein sehr hohes photochemisches Potenzial, das heißt, es macht Lichtreaktionen und es gibt einen antioxidativen Schutz und wie eben die Carotinoide insgesamt. Es kommt vor in hohen Konzentrationen in Tomaten. Die Tomate heißt dann auch lateinisch Solanum, also Nachtschattengewächs, Lycopersicum, also das lycopinhaltige Nachtschattengewächs und eben auch in Hagebutten. Die habe ich hier mal abgebildet. Und im grünen Gemüse und Blättern wird die natürliche Farbe des Lycopins und der Carotinoide durch grüne Pigmente, wie zum Beispiel die Chlorophylle, überlagert. Und bei der Reifung wird dann Chlorophyll abgebaut und die Farbe von Lycopin und den verbleibenden Carotinoiden, die ergibt dann die Farbe von Früchten wie Orange, Tomate, Paprika, Erdbeere, aber auch in vielen Blüten. Ich habe heute irgendwie einen sehr trockenen Hals. Wir haben in der Schule wieder begonnen und das macht sich immer erstmal an der Stimme auch bemerkbar, bis sich das wieder alles einreguliert hat. Ja, das konzentrierte Tomatenmark enthält sehr hohe Lycopin-Konzentrationen. Da ist auch das Lycopin steht am besten zur Verfügung. Allerdings sollte man nicht so viel auf Ketchup ausweichen. Das ist auch nicht schlecht, aber Ketchup hat einfach viel zu viel Zucker drin. Also besser, man nimmt Tomatenmark und verfeinert das. Und da sind sogar 62 Milligramm Lycopin in 100 Gramm enthalten. Interessant an dem Lycopin ist besonders, dass es sich neben anderen Phytostoffen, also anderen Carotinoiden in der Prostata von Männern anreichert. Und es scheint so, dass die Anbindung bestimmter Krebszellen an die Blutversorgung dadurch gehemmt wird und damit das Wachstum verhindert wird von diesen Krebszellen. Und sodass dieses Lycopin super ist für die Vorbeugung, dass gar kein Prostatakrebs entsteht. Da gab es eine Studie 2012 in der Universität von Portsmouth und die hatten das da nachgewiesen. Und das ist also ganz gut, wenn da viel Tomaten oder Tomatenmark gegessen wird. Es gibt noch weitere hochinteressante Vertreter der Beta-Carotinoide. Da gehört das Zeaxanthin, das Lutein und das Astaxanthin dazu. Xanthos heißt im Griechischen gelb und Luteus goldgelb oder orangegelb im Lateinischen, sodass da schon im Namen praktisch die Farbe drin ist. Und sie gelten alle als oxidierte Beta-Carotinoide oder Carotine, also sauerstoffhaltige Strukturen des Beta-Carotins. Und diese haben alle miteinander orange-gelbe Farbstoffe, außer das Astaxanthin, das ist eher so rot-violett. Das Lutein, also das werden dann so Aubergine, Heidelbeere und so weiter. Lutein und Zeaxanthin, die kommen in der Natur stets gemeinsam vor. Und die Xanthophylle sind also insgesamt als Farbpigmente zur Umwandlung von Licht in Wärme zu sehen. Und sie gelten als Schutz der Zellen vor hoher Strahlungsintensität. Und da ist eigentlich schon dann naheliegend, dass es die Xanthophylle immer parallel zu den Chlorophyllen auch herkommen. Die Chlorophylle wandeln das Licht in Energie um und die Xanthophylle schützen dann das Blatt vor Verbrennung, indem sie überschüssiges Licht
also zu intensive UV-Strahlung, dann eben in Wärme umwandeln und die Zellen dann schützen. Und in dem Moment, wo wir dann die Xanthophylle essen, haben wir diesen Schutz auch in der Haut. Das heißt, das ist ein fantastischer Sonnenschutz von innen. Lutein ist auch Bestandteil der Lichtsammelkomplexe in den Chloroplasten. Also das macht nicht nur die Umwandlung in die Wärme, sondern es erhöht dann auch die Energieausbeute und macht eben auch diesen UV-Schutz. Vorkommen tun die beiden dann eben in Maiskörnern, Spinat, Eigelb und vielen Gemüsesorten, aber auch in den gelben Federn von Kanarienvögeln. Ups, da ist eine Programmierung falsch gelaufen. Zeaxanthin ist das E161H, ist in der EU auch als Nahrungsergänzungsmittel und Futtermittelzusatzstoff zugelassen. Das heißt also, die Tiere, die damit gefüttert werden, die produzieren dann wesentlich intensivere Eigelbe, wenn die vom Eidotter die Hühner oder eben sind insgesamt dann stärker gefärbt. Das Lutein, das E161b, ist ebenfalls zugelassen und beide sind Pigmente in der Retina, also in unserer Netzhaut und da ganz besonders im gelben Fleck. Der gelbe Fleck heißt dann auch Macula lutea, also das, der gelbe Fleck, und schützt die Netzhaut da vor hoher Lichteinstrahlung. Und beide sind sie sehr hilfreich bei altersbedingter Makuladegeneration. Und hier habe ich euch mal das Auge abgebildet mit diesem gelben Fleck, der hier hinten sitzt. Ich gehe mal mit dem Cursor auch drauf. Mal gucken, wo der ist. Hier. Also hier ist der gelbe Fleck und der liegt direkt mit dem Strahlengang hinten am Eingang. Und der blinde Fleck, das ist der Ausgang von dem Sehnerv, der liegt dann eben in dem Bereich, wo wenig Licht hineinkommt. Und wenn man jetzt das Auge so aufnimmt, den Netzhintergrund, also die Netzhaut mit im Augenhintergrund, dann sieht man das hier. Und dann hat man hier diesen gelben Fleck. Und da, wo es so weiß leuchtet, das Licht also komplett reflektiert wird, da ist der blinde Fleck. Und dann sieht man auch, dass in der Makula ganz wenig Gefäßversorgung ist, damit da auch wirklich ganz scharf gesehen wird und die Gefäße nicht das verhindern, dass das Licht da richtig auf die Stäbchen und in der Makula dann hauptsächlich die Zapfen, die auch das Farbsehen machen, dann fallen. Ja, das Astaxanthin ist dann mehr so orangegelb bis rotviolett und das kommt in der marinen Fauna vor. Und da ist es aber so, wenn man jetzt diese anderen Flamingos anguckt und man sieht diesen quietschorangenen und dann diese weißen, dann ist die Frage, was ist denn mit denen los? Und dann leben die in einem Bereich, wo relativ wenig Grünalgen oder Blutalgen vorkommen. Und diese Blutalge, die macht auch manchmal diesen Blutregen in Gewässern. Die ist nämlich der eigentliche Verursacher und auch die Grünalge, die eben dieses Astaxanthin bilden. Und die kleinen Krebstiere, die dann diese Algen fressen, die einverleiben sich dann dieses Astaxanthin und werden dadurch dann so rot. Und beim Hummer kommt diese rote Farbe erst so richtig raus, wenn der dann gekocht ist, weil sonst ist er eher so bräunlich. Da ist es dann noch kommt es durch das Chitin nicht so an die Oberfläche. Ja, es ist ein E161J, ein Futtermittelzusatzstoff, und der wird in der Fischzucht eingesetzt. Also da stellt sich dann nicht mehr die Frage, wie aus einer Regenbogenforelle eine Lachsforelle wird. Die wird einfach halt mit dem Astaxanthin gefüttert. Das Astaxanthin ist ein fantastisches Antioxidant, wesentlich stärker als das Vitamin E, und es hat eine zehnfach stärkere Wirkung als das Beta-Carotin. Es ist also der Sonnenschutz von innen, und bei Erkältung
ein ganz fantastisches Möglichkeit, eben mit der Erkältung schneller zu Rande zu kommen, weil alle Radikale, die bei der Erkältung vermehrt anfallen, weil ja auch der Körper viel Energie freisetzen muss und eventuell auch ein Fieber entsteht, dann ist es an Astaxanthin da ein toller Unterstützer oder kann helfen, dass man schneller wieder drüber wegkommt. Ja, und jetzt stellt sich dann noch die Frage, was haben die Beta-Carotinoide mit den A-Vitaminen zu tun? Und hier habe ich mal diese ganzen Strukturen der A-Vitamine reingeblendet. Da sieht man, da gibt es viele verschiedene. Und das wird unser Thema am nächsten Freitag sein, den 28.09., wo es dann um die A-Vitamine gehen wird. Jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, dass ihr das voll genießen könnt. Es soll ja am Freitag nochmal der letzte Tag so richtig heiß sein und dann soll es kühler werden, aber das Wetter soll ja weiter schön bleiben. Tschüss miteinander!